So, da sind wir wieder und ich habe festgestellt, diese Kamera ist wirklich brutal zu mir. Ich glaube, die wurde eigens nur dafür konzipiert, Batterien zu fressen. Es gibt keinen Netzanschluss, deswegen frisst das Batterien. Wenn ich eine Stunde aufnehme, ist die Batterie leer. Das ist noch im Erträglichen, aber ich muss mich ein bisschen kürzer halten. Ich werde Videos auf so 10 Minuten beschränken. Und wir waren das letzte Mal bei der PlayStation 3 Sammlung und noch ein paar Super Nintendo Einzelteile. Und jetzt bin ich bei PlayStation 2. Da gehen wir gleich mal los. SNK vs. Capcom. Ich hatte damals zu meiner Zeit 95 unglaublich Spaß mit King of Fighters 95. Street Fighter mochte ich schon seit der Super Nintendo Zeit. Und ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, Street Fighter Spiele zu horten oder King of Fighters Spiele. Ich habe mich dann irgendwann einfach dafür entschieden, SNK vs. Capcom, weil im Endeffekt ist alles dabei und ich bin damit voll und ganz zufrieden, weil all meine Helden vertreten sind. Ja, es ist ein super geiles Game, ein cooles Beat'em Up. Und typische 2D-Grafik. Was ich nicht mag, sind Beat'em'ups in 3D. Da muss es dann schon was Spezielles sein. Mal ganz kurz reingucken. Naja, sieht innen aus wie außen. Ist auf jeden Fall wenn man einen besonderen Titel haben möchte, um das Ganze abzuschließen mit den 2D-Beat'em'ups, finde ich, ist das der perfekte Teil. Vor allem, wenn man halt wirklich viel Charakterauswahl hat und ja, die Moves bleiben sicher alle gleich. So, dann haben wir hier noch Monster Hunter. Ein ganz großes Schmuckstück der PlayStation 2 Spiele. Denn es war das erste Game, das grafisch erstmal richtig wow war. Also da haben sie wirklich alles rausgeholt, was möglich war. Und gibt es aber noch kleine Nebenstory zu, auch online spielbar. So, ich habe es nie, niemals online gespielt, weil ich habe damals eine PlayStation 2 im Großformat gehabt und habe mir dann diese tolle CD gekauft und den Adapter, den man hinten reinstecken musste, der hat mich sage und schreibe 50 Euro gekostet. Und das Geile war, die Verbindung aufzubringen zum Netzwerk, das ging nicht. Es ging zum Fuck nicht. Ich habe sogar meinen Telefonanbieter gewechselt, weil mein Telefonanbieter das nicht hinbekommen hat, mit der PlayStation konform zu werden. Dann hat es die Telekom auch nicht geschafft. Und letzten Endes habe ich es dann nie online gespielt, weil ich habe es nicht hinbekommen. Es hat erstens mal stundenlang gedauert. Allein die Eingabe, um den Code einzugeben, um online zu gehen, so 10 Minuten gedauert, weil es ewig viele Zahlenstreifen waren. Und hat man das dann endlich eingegeben, wurde halt connected und dann hat man ewig gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und hat nur diesen Connecting-Balken gesehen und nach 20 Minuten hat er dann gesagt, keine Verbindung aufgebaut. Das war dann ziemlich geil. Monster Hunter ist für mich trotzdem ein geiles Spiel gewesen, auch im Singleplayer, weil es halt einfach dieses Catching-System, das war sehr gut ausgereift. Man hat halt gesammelt, gesucht, also das Sammler-Jäger-Prinzip war genial. Und es gibt keine bessere Szene, wie man sich sein Fleisch brät, als wie ein Monster Hunter. Da hat man das dann so auf dem Spieß und schön gedreht. Also war genial. Hier habe ich Devil May Cry 1. Ich mag nur den ersten Teil, alles was danach folgt, finde ich großen Shit. Devil May Cry war irgendwie so die Vampire Hunter D. Oder wie gibt es denn noch? Hellsing und ja, so ein paar andere Stiefel, die ähnlich aussehen. War irgendwie so das Game in Sachen Horror mit Baller und Schwert, ein bisschen kombiniert mit Rollenspiel. Fand ich sehr geil. Bloß beim zweiten Teil hat es bei mir schon aufgehört. Der dritte Teil war für mich dann einfach nur noch Trash. Das war mir zu blöd, auch das mit diesen Gitarrenmoves. Der erste Teil richtig schön düster, wie sich's gehört, ein geiles Schloss und ja, habe ich mir einfach durchgespielt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Die anderen Teile werdet ihr bei mir nicht finden. Kommen wir zu Dragon Quest. Die Reise des verwunschenen Königs. Ganz durchgespielt habe ich es nicht. Ich habe es so kurz bis vorm Schluss gemacht. Ja, was soll man sagen? Das ist eins dieser ersten Spiele, die damit angefangen haben, in dieser Zeichentrickgrafik zu arbeiten. Das für das Spiel noch okay war, bloß alles andere, was darauf folgte, was in ähnlicher Grafik war, ging mir einfach sowas von auf den Keks. Ich mochte das nicht. Ich kann mich da bis heute nicht mit anfreunden, dass dieses Zeug ja so schäbig aussieht. Ich kann es nicht erklären. Und Dragon Quest war sehr gut, es hat Spaß gemacht, aber
Ich behalte es eigentlich auch nur noch aus Prestigewerten, weil es mir einfach gefällt. Ist auch ein Toriyama-Artwork und Toriyama-Artworks sind ja seit Chrono Trigger heiß begehrt oder Taubel Number One. Das habe ich mir kaufen müssen und ja, es hat ziemlich Spaß gemacht. Also kann mich nicht beschweren, aber es ist halt dann einfach doch rundenbasierend wieder und dieses Reinswitchen, wenn man das einmal verloren hat, dann ist das schwierig, da wieder reinzukommen, wenn man so Zufallskämpfe hat. Habe ich hier Eternal Ring. Das ist ein absoluter Geheimtipp von mir. Kennen auch sehr wenige. Findet man teilweise wirklich bei den diversen Games-Läden für 3 Euro in der Schrattelkiste. Warum, das verstehe ich nicht, die Bohne. Und es gibt auch wirklich wenige, die das kennen. Es ist, wenn man so will, eine absolut geile Alternative zu Kingsfield. Oder ja, es ist halt ein Ego-Perspektiven-Rollenspiel. Und geht dann auch schon so in die Richtung Skyrim ohne Schulterblick. Ist natürlich grafisch jetzt nicht auf dem hohen Niveau, aber es ist unglaublich atmosphärisch. Also wer zum Beispiel sowas wie Dark Souls, Demon's Souls, Kingsfield mag, absolutes Muss. Wer das nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Das ist wirklich unglaublich geiles Rollenspiel. Also ich kann es nur so erklären, wer auf Ego-Rollenspiele steht, der muss sich Eternal Ring holen. Absolut. Das ist ein Musskauf und es ist auch saugrottenschwer. Und das macht auch die Herausforderung aus. Und ich liebe schwere Spiele. Dann haben wir hier was anderes, das ist was ganz Lustiges. Das kriegt man auch teilweise für 3 Euro hinterhergeschmissen. Bei eBay so oft für 1 Euro. Ist wenigen bekannt. Es heißt Puzzle Quest. Und es ist ein Rollenspiel, das zum ersten Mal perfekt ein Puzzlespiel mit Rollenspielelementen vermischt. Man hat halt dann zwischenzeitlich so Kämpfe, die auf magische Basis ablaufen. Da hat man dann wieder so Kugeln und sowas, die wo man auf gewisse Weise liegen muss. Aber es ist so geil gemacht, dass das fast gar nicht auffällt, dass man ein Puzzlespiel spielt, sondern man folgt wirklich fasziniert und gebannt der sehr guten Story, die halt so in einer Elf Volk, Ork, Zwergen, Ritter, all das typische Klischee. Welt spielt, aber es ist unglaublich gut umgesetzt. Also ich habe da viele Stunden mit verbracht und viel Fun gehabt und dass man puzzelt, fällt gar nicht auf. Also wer keine Puzzle-Games mag, sollte es sich trotzdem kaufen, weil der Kampf, der ist einfach so basierend auf Rollenspiel, auch die ganzen Kombos, Moves und Attacken führt man halt über Puzzles aus, aber es ist unglaublich geil gemacht. Es macht richtig Fun. Dann kommen wir hier zu Orphan. Keons of Sorcery, das ist ein Spiel, das habe ich mir gekauft, weil ich auch die Orphan-Anime-Reihe habe und den Manga. Es ist eigentlich ein cooler Manga, es ist auch eine coole Anime-Reihe. Das Spiel ist dafür grottenschlecht. Ich habe es einfach nur aus Prestigewerten, weil ich eben die Mangas und die Animes dazu habe. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich das Spiel irgendwie nicht hätte, weil das kriegt man auch für 1 Euro hinterhergepfeffert. Es ist ja vergleichbar mit einem schlechten Final Fantasy VIII. Und von der Grafik her geht's. Das Kampfsystem ist unglaublich schrecklich. Aber wer gar nichts mehr findet, kann es auch mal durchspielen. Es macht ziemlich Fun. Aber wie gesagt, man muss sich an sehr klobige Kämpfe gewöhnen. Auch rundenbasierend. Aber so, vor allem für Fans der Serie, absolutes Muss. Also kann man gut spielen. Und hier auch noch ein absoluter Geheimtipp. Also ihr werdet bestimmt merken, viele Spiele, die ich auspacke, kennt keine Sau. Odins 4. Denkt man sich erstmal, was ist das denn? Das ist das eins der geilsten PlayStation 2 Spiele, wo ich kenne, in Sachen Rollenspiel. Es hat erstens mal eine 2D-Perspektive, ähnlich wie in Castlevania. Und wie soll man das erklären? Es hat eine unglaublich faszinierende, märchenhafte Atmosphäre, die aber gleichzeitig so düster ist, also es verbindet halt, vereint halt dieses lustige Image, dieses freundliche Image, dieses märchenhafte Image mit einer unglaublich tiefen, düsteren Hintergrundgeschichte. Und da muss man wirklich sagen, Odin's Sphere lege ich euch ans Herz, das ist wirklich wahnsinnig geil. Also es ist auch sehr schön aufgemacht, ist von Square Enix. Wie gesagt, manche Titel gehen einfach unter. Und wer PlayStation 2 Rollenspiel sucht und das noch nicht kennt, das ist das First Game, wo ihr euch kaufen solltet. Also, ich hatte mit wenigen Spielen auf der PlayStation 2 so viel Spaß und ist auch sehr schön. Also, das Booklet ist sehr schön aufgemacht.
Absolutes Muss. Absolutes Muss. Die Kämpfe laufen so ein bisschen in Beat'em-Up-Version ab. Und dann halt mit Rollenspiel kombiniert. Und ja, kaufen, kaufen, kaufen. Ihr kriegt das Zeug noch ziemlich günstig. Wenn erstmal jeder weiß, dass das geil ist, dann wird es wahrscheinlich wieder teurer. Dann haben wir hier Final Fantasy 12. Final Fantasy habe ich noch eine etwas größere Sammlung. Deswegen komme ich dazu später. Ich werde über Final Fantasy einen kleinen speziellen Bericht machen. Ich bin jetzt nicht so der Final Fantasy Groupie, aber ich habe einiges von Final Fantasy da, wo ich dann auch nochmal speziell drauf eingehen will. So, jetzt das nächste machen wir mal nicht. Das wäre Suikoden 4. Da kommen wir dann das nächste Mal dazu. Weil die Zeit ist schon knapp und ich sehe, der Batteriebalg macht bieb, 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 bieb. Er leuchtet rot auf und sagt: Hey, ich friss mich, ich will eine neue Batterie. Ich hab so Hunger. Ja, also diese Kamera von Vivitar aus dem Toys R Us für 40 Euro ist geil, wenn man mal kurz ein Familienvideo machen will. Aber wenn man zu Hause seine Sammlung aufnehmen will, kann man das nicht stundenlang No-Go laufen lassen. Also, ich werde hier viel rein investieren an Batterien. Ich zahle für die Batterien, wo ich nehme, die wurden jetzt am längsten halten. Das sind Ja-Batterien. Da zahle ich 1,50 und ich glaube, ich werde locker 20 Euro für Batterien verplempern dürfen. Wir haben noch einiges in PlayStation 2 Spiel da. Das geht dann das nächste Mal noch weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mich dafür unten haten. Ciao.